Moin Leute, was geht ab? Tommy Smith und JR wieder am Start. Wir machen weiter. Yeah. Zufallsstarter Run. Zweites Mal Top 4 gewinnt. Und warte, ich muss bei dir noch reinklicken. So. Ja, cool, von hier hin. Das ist Lorelei. Ja, ich bin. Du musst Pokémon nachholen, jetzt bin ich ein Stück vor dir. Obwohl ich später die Top 4 gemacht habe. Und Smackbo habe. Shay, noch weiter auszuholen. Ja, ich möchte allen sagen, dass ich überhaupt keine Schuld an meinem Versagen habe. An welchem Versagen? Ja, Jim, noch Versagen noch nicht. So, da ist der EP-Teiler. Man merkt, du bist leicht unkoordiniert. Oh, gib mir jetzt den scheiß EP-Teiler. Guck mal, die kämpfen mit Super Level 38 und kämpfen hier gegen wilde Golbat Level 47. Ja, ist doch sinnig. Ja. Ich freue mich gerade echt, meine Psychokinese dafür rauszuholen. Ja, da leben die Biker, die sind quasi das geheime Trainingslabor für Psycho-Pokémon. Ja. Du fängst dir ein Psycho-Pokémon, kriegst es ohne Problem bis 70. Also am schnellsten geht's mit Mimose, also dem Patimos, was man tauschen kann. Kann halt wirklich tauschen und dann nimmt man halt ab. Ja. Ja, mit Mimose kriegst du halt hier den noch vor der Top 4 auf Level 70 ohne Probleme. Wegen Spezi. Also auf Eiland 5. Seemon, cool. Hab ich aber schon. Achso, der ist jetzt an 54. Den will wir doch nicht da haben. So, wer ist denn? Ja, X-Bart kommt. X-Bart rockt gegen alles. Der kriegt nachher nochmal Spuckballen. Ich habe keine Ahnung, wo die sich rumtun. Die haben gerade gesagt, wo sie wohnen, Mann. Ja, aber sie hat keine Ahnung. So, was ging jetzt hier hoch? Ach, da habe ich mich schon hochgekaskadet. Wo hast du Kaskade her? Das ist in der Höhle. Du musst da dieses Rätsel machen und dann hast du schon. Aber das Eiko-Team war es auch wunderbar. Das habe ich gut gemacht. Deswegen finde ich die neue Edition besser. Da heißt es, seh 100 Pokémon oder was und da bist du der King. Oh, hi, erledigt. Dafür brauche ich das Spiel nur durchspielen. Du hast es erfasst. Ich habe euch das nicht gut ausgedacht. Ich hasse das. Smogmog hat Schwebe, ne? Smogmog hat Schwebe, ne? Jetzt geht das schon. Spring nicht in die Luft, komm. Ich hab schon wieder. Du kannst die ganze Box skippen. Hier konnte man surfen. Starkes Pokémon gefunden ist. Was krieg ich dann von dir?
müssen alle angreifen. Steht nicht drin. Aber es könnte ja ein versteckter Trinker sein. Wasser, Irrgarten. Ach, hier gibt's das. Tupfi-Eine. Wo? Gab's hier nicht irgendwo eins? Weißt du, was noch cool wäre? Ein komplettes Spiel mit Vollmond. Was meinst du? Ja, komplettes Spiel. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Echt? Ja. Hab ich nicht zugehört. Bin ja wenigstens ehrlich. So, kein Powerchuss. Warum will ich das jetzt gerade fangen? Manchmal ist das eine Frechheit, wie die Pokémon einfach ausbrechen. Oh, warum nicht Flankenkörper, Alter? Du überrollst dich mit mir die ganze Zeit, da musst du brennen. Da ist eine eiserne Regel. Eiserne Regel. Ja, da war der Meister mit dem Ei. Die ist die perfekte Umgebung, um Pokémon zu trainieren. Eine einsame Insel, willst du mich rollen oder was? Ich hätte nichts gegen ein ganzes Spiel, nur auf Folgen. Wow, wenn Risiko-Tackle 11 zockt, dann weißt du, dass dein Pokémon wirklich zu mir geht. 11, Alter. Ja, mächtiges Merrill. Ja. Willst du sonst warten? Ne. Oh, jetzt hätte ich Vergeltung. Überwurf ist auch genauso gut. Also ich habe mir das Togepi eigentlich geholt, weil ich Togepi grundsätzlich mies. Ist ja auch scheiße. Es gibt Leute, die machen sich einen Togetick daraus. Togekiss, Junge. Ja, dann eben so. Das ist das Nervigste von mir. Ich sammle gerade hier Einträge. Wir können ja anhand der Einträge festmachen, ob man alle Trainer bekämpft hat oder nicht. Alle gesehenen Einträge. Ja, dann kommt es halt auch auf die Wilden an, ne? Ich finde es immer gut, dass jetzt jeder Level 40 sind, die Gegner. Nee, hier Hopsprossen findest du aus. Bei ihr. Mächtiges Hopsprossen. Ich glaube nämlich, dass du jedes Pokémon siehst, auch was wild ist. Durch Trainerhilfe. Ziemlich gut, gleich das X-Buff. Alter, 10.000! Verdammt, warum habe ich den Missbuff gekauft?
Ey, cool, da oben ist noch einer. Ich will auch gleich kämpfen. Meistens sind die, die so ein bisschen teurer aussehen, die geben mir dann 10.000 plus. Gibt's aber hier diese Lady und Schnösel und so. Das Interessante ist, dass Farbigel trotzdem nach dem Windschnitt kaputt ist. Ja, die haben halt nicht viel, ne? Das sind halt die Wie kann der denn fliegen? Du, das kann doch alles lernen. Das ist so ein Pinsel-Pokémon, Mann. Das lernt es so. Oh, der Gegner hat es eingesetzt, jetzt kann ich es für immer. Der hat doch diese Attacke da. Die kostet zwar einen Slot. Und dann ist sie nutzlos. Aber ja, den kannst du höchstens zum 1000 Farbigels fangen und dann zum Chain Breeding benutzen. Also so normal Pokémon Knirscher lernen. Was in den späteren Editionen auch geht. Also hier, wie heißt er? Arbok und Radikal mit Schlitzer. Mit Knirscher. Ich habe Voltilam gesehen. Ampharos hatten wir früher auch alle, ne? Ampharos ist ja auch cool. Alter. Früher war das ja noch die ganze Zeit, wo du die ganze Schläge gekriegt hast. Aber das gibt's jetzt ja nicht mehr. Deswegen bringt es nichts. Was war ich für ein Angel-Profi oder so? Ich bin immer noch schneller, obwohl ich paralysiert bin? Krass. Toll, jetzt kriegen wir gerne was. 19, das ist gut. Ja, genau. Ich fange ein bisschen nochmal und trainiere es komplett um. Komm, aber du musst auch noch lieber tun. Schild hier Level 60 ist ein Leben so. Ich chill mein Leben. Der hat auch nur zwei Pokémon besiegt. Kokowai und so, kaputte Säure und so. Ja, aber dich hast du hochnimmst. Ich komm jetzt. Ich. Also ich bezeichne meinen Controller als ein Mädchen. Was ist los, Mädchen, komm jetzt. Wer wohnt denn hier in der Villa? Arena-Leiter Pyro. Er hat einen Sonnenbrille auf, weil er sich angeblich Christbaum ausdenkt. Das sind wirklich große Hände. Yeah. Nochmal ein Farbigel, Johnny. Ziemlich cool. You go. Yeah, the cows. Yugang, du bist einfach nur geil. So. Wie konnte ich nur Tentoxa ihm vorziehen? Okay, Tentoxa kann nicht vergiftet werden. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Zu, aber ich weiß nicht, wie das dann läuft, ob du dann, oh guck mal, Kyogre direkt Level 2 oder so, ja okay, Pokémon, alles klar. Ich hab ein Wasser-Pokémon. Ich hab ein Wasser-Pokémon, ich gar keinen Bock zu, immer dieses Wasser, diese Wettereffekte, die dauern immer so lange. Oh ja. Da hey, Regentanz, du, hey Regentanz, ach ja, Regentanz. Ey, das ist in der Höhle. Ich bin noch gar nicht in Richtung des Hauptquartiers gegangen. Los, Electek. Auf unser.
ob Statik auch funktioniert, wenn du den Gegner haust? Nein. Ja, aber da steht das nicht explizit. Hast du das jemals schon gesehen, wenn du ruckzuck gemacht hast? Das weiß ich nicht. Mit Pikachu? Nee, zum Beispiel, wenn ich jetzt Donnerschlag mache, ob das dann durch Statik erhöhte Paralyse verursacht. Weil es ja eine Berührung ist und generell eine Attacke die Paralyse. Muss man mal nachlesen. Tentacher. Ich bin Wolfgang. Oder wie der Wrestler Wolfgang. Das ist kein Scheiß, heißt wirklich so. Das ist gleich bei NXT. Die NXT, so wie ich gehört habe, wo die Lucha Bros haben. Also Phoenix und Pentagon Junior. Ach du Scheiße. Hab ich dir auch gezeigt, das Match da gegen Brian Cage, was so derb übertrieben war. Ja. Das war der, der gewonnen hat. Das war so ein heftiges Match. Ich lieb Lucha Underground, nur dafür, weil es so derb übertrieben ist. Eine Wrestling-Serie. Ist noch leicht untertrieben. Ey, es ist aber cool. Guck mal, da hast du in einer Stunde, nicht mal, du hast 45 Minuten, hast so viel Action und bei Raw, das ist es drei Stunden lang. Oh, Frauen. Langweilig. Oh, ich glaube, wenn du am Anfang des Matches schon hervorsagen kannst, wie das Match endet, dann denkst du dir auch so, oh ja, das ist jetzt die Frauen, Freunde. Ja. Wo ist die Blindenschrift? Ah, hier war schon mal falsch. Okay. Links ist auch falsch. Okay. Dann, links war falsch, dann müssen wir rechts. Rechts. So, und jetzt weiß ich nicht welches. Ah, da stand woanders drauf. Und oben. Und rechts, oben, dann machen wir mal links. Okay, nochmal. Rechts. Oben. Unten. Ey, guck, da ist noch einer. Da habe ich ja richtig gewartet. Sollen wir es mal aufschreiben? Hm. Also ich habe Stifte, aber ich habe keinen Zettel. Doch, da, versteckt. Psycho-Laura, das ist auch ein cooler Name. Wer bist du? Mein Name ist Psycho-Laura. So ein Psycho fand ich aber auch immer cool, wollte ich immer mitspielen. Also, was habe ich gesagt? Rechts, oben, unten? Ja, ich glaube schon. Gut, schreiben wir das mal so nebenbei mit. Richtig oldschool mit dem Menschen. Also jetzt muss ich nach Orania City oder was? Ja, du musst auf Island 1 und den Rubin holen. Für Chedio. Kannst du gleich nochmal nach der Zeit gucken, bitte? Ich kämpfe hier gerade gegen Psycho-Laura. 48. Oh, dann haben wir noch eine Zeit. Unfassbar, wie lange das diesmal dauert. Das letzte Mal waren wir nach 13 Stunden, waren wir echt durch mit dem Ding, ne? Ja, das ist halt auch der Anfang, ne? Ja, der Anfang hat auch extrem lange gedauert, das muss man sagen. Also für dich nicht, aber für mich. Danach du noch mit Smapbo. Das hat ewig gedauert, ja. Aber wir wollen ja auch das zweite Mal die Top 4 knacken. Ja. Da gibt es übrigens auch Speedruns von. Nach 4 Stunden oder so sind die dann durch. Mhm. Erstes Mal Top 4. Gibt sogar da eine Strategie mit. Eine Strategie? Eine Strategie mit. So, rechts, oben, unten. Dann mache ich jetzt mal links. Das war falsch. Also rechts. Oben. Unten. Machen wir weiter rechts. Da auch falsch. Rechts, oben, unten. Was hatte ich jetzt alles? Mal nochmal unten. Ja, unten ist nochmal richtig. Try and Error Prinzip.
unten. Wer hat noch nie links? Dann mach ich jetzt mal links. Auf. Ich brauch Stärke eins. Dafür, ne? Ja. Oben. Unten. Unten. Rechts. Warum gibt's auf Island 1 keinen? Gibt's auch einen PC. Ja, PC, aber ja, aber keinen Markt. Ja, weiß ich doch nicht. Toll. Rechts. Oben. Unten. Unten. Rechts. Und links. Links war wieder. Diesmal war links richtig. Und was sind wir jetzt? Oben, unten, links, rechts, unten. Wieder richtig. Oh, kann man hier die Dinger mal ansprechen? Nee. Was sind wir jetzt? Zweimal unten, wir hatten zweimal rechts, wir hatten oben. Einmal. Oh, hier gibt es sogar Pokémons. Topwheel! Alpollo, geil. Level 46. Wenn du 12 überlebst, komm ich dich. Schade. Dummy heftig trainieren. Yes, war richtig links. Sonderbonbon, das ist die ganze Belohnung? Gut. Ah, cool. Nein, ich will raus. Let me out of here. I'm gonna have sex with a lot of girls. Na, wer war das? Dieser lyrische Interpret. Empty vagina, who's right back in this bitch? Das ist so dumm. Aber ich find's witzig. Spendet mir all eurer Geld. Wenn ihr mir $20 spendet, bekommt ihr nichts von mir. Wer $20 nichts für reiche Menschen bedeutet. Es ist so geil. Wenn ihr mir $100 spendet, werdet ihr ein Video von mir bekommen, wie ich auf eure Facebook-Seite gucke und dabei angewidert bin. Ach, verdammt, ich brauch Zerschneide. Zerschneide. Oh, Level 10, er ist so niedlich! Ich bin hier aber! Los, Wieso! Gib mein Pokémon! Pokémon, los! Meisterball, oh, verdammt. Ich kann den auch nicht ablegen, ich hab's versucht. Echt? Ja. Wieso? Ja, damit man ihn nicht aus Versehen ausgibt. Aber hat ja auch so geklappt. Jetzt ich meine, warum kannst du den nicht ablegen? Ja, keine Ahnung, ich kann nicht zur Seite drücken. Ich soll Level 10 gefunden haben. So, ich brauch Zerschneider. Ich Quappo dafür weg. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Quappo brauche, ist relativ hoch. Ich pack Arbok. Nee, darf ich nicht, ne? Nee. Aber der ist so groß. Ja, und? Ja, wenn ich die Regeln aufstelle, muss ich mich auch dran halten. Richtig. Welches Pokémon kann ein Zerschneider lernen und ist nutzlos? Okay. Was ist auf Moment? Ja. Der ist jetzt ja schon glücklich, der liebt mich. Jetzt habe ich das Mapo rausgepackt. Ja, das weiß ich auch. Stimmt, du liebst ihn. Liebes Mapo. Kinder, wenn ihr euch ein Mapo holt, verprügel ich euch. Nein, es ist echt keine Empfehlung. Also ich habe mit Omar schon wesentlich besser durch die Typ 4 gerockt, weil der, allein weil der Psychokinese kann auch noch Spezialangriff hat. Und weil er Silberhauch lernt und das damit auch was anfangen kann, ist wie das Mapo, der einfach keinen Angriff hat. Einfach nur da ist, um zu nerven. Hallo, ich bin's Mapo. Hartiger Platz. Oh ja, jetzt kommt hier wieder mit Hartkopfhöhle. Oh doch, 48. Ja, Yoga! Surf in den Boden. Oh. Boah. Die Mango haut rein. Boah, gute Bier. Mock, ich krieg's so. Das ist ein lustiges Spiel. Ja, ja. Okay, wir kriegen beide zwei. Wir kriegen beide Ditto. Was Ditto hast du denn noch für geile Ideen, Alter? Ohne Scheiß. Wir kriegen beide ein Carpador. Ja, das wird sportlich. Ja, dann fang ich mit direkt an. Muss ich da unten oder rechts? Linksrum ist der Rubin.
Rechts hin kommst du zurück. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich ihn noch angerufen. Das wäre nicht richtig. Ich würde mich nicht trauen, dich anzulügen. Ja. Eine Anemumene. Eine Anemumene. Zerbricht hier die Zunge. Mumene! Anemone! Willkommen about, young Porsche! Du benimmst dich auch immer wie ein Schwein. Hier, okay. Ist eklig, oder? Boah, gut. Deswegen ist Pokémon Stadium auch für die meisten Leute so hart, weil du da einfach direkt mit Folgen kämpfst. Du kannst, es gibt keinen Wechsel. So, ich wechsle das richtige Pokémon ein, um dich zu besiegen. Und das sind auch alle im gleichen. Was läuft du, Flo, da eigentlich immer aus dem Mund? Stimmt, ich musste ihm einen Riesenpilz geben, um Ampelleuchten zu lernen, ne? Kannst du mir mal helfen? Bist du zu irgendwas zu gebrauchen? Warte. Der Riesenpilz Johnny, dem muss ich den Riesenpilz geben, um ihm Ampelleuchte zu lernen. Ja, ein Riesenpilz oder zwei Minipilze? So, wo muss ich jetzt danach hin? 2 und 3 hat sich nichts geändert. 4 musst du. Oh, die Frau. Ey, ich möchte gern so eine Rocketfrau sein. Ich bin Jesse und ich Jay. Und ich bin Marzi. Genau. Ich bin auch so scheiße. Oh, das wäre interessant. Ich habe nicht so gedrückt. Okay. Er sendet hier sehr viel Quatsch oder deine. So, muss ich links lang oder wo? Ja, du musst rechts lang. Swagbug! Electric ist auch bald. Das, der gibt deinem Body Slam. Eventuell für deinen. Zum Glück habe ich auf dem anderen Kopf. Alter! Soll ich das ein bisschen leiser machen? Nein! Mach nur lauter! Es geht. Wird ein weiteres Passwort benötigt. Oh Mann, so unfair. So, wo ging es hier lang? Ach, Karte war irgendwie. Ich surfe hier mal ein bisschen. Surfing around the Christmas tree. Hallo. Wo komm ich? It's me again. Is it me you're looking for? RP Plus, yes. Das Beste am Vögeln ist. Er kann Kaskade lernen. Jedes Wasser-Pokémon. Ich will aber Stun, nicht was Kaskade. Tentacha, Gyarados. Gyarados kann auch Zertrümmerer lernen. Und Surfer und Stärke. Du kannst ihn quasi auch zu einer VM-Schlampe machen, dann hättest du einen Gyarados. Das magst du doch so. Gyarados Level 16, Alter, krasser Shit. Das wär's, ey. Lass ein Pokémon spielen mit Gyarados anfangen. Kann der yeah! Reinigen? Fuchtler! Bam, 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 bam! Ja! Es macht so viel Spaß! Ja! Bam, bam, bam! Das ganze Spiel einfach nur. Gyarados Level, bringt einfach alles um. Ja, und dann auch schon mit harten Wesen da. Oh, Junge. Ja. Ey. Oh, das wäre so. Ich bin der zweitälteste der Vogel-Pokémon-Schule. Jetzt hab ich dir was gesagt, ne? Du musst Kaskade da drin holen. Ja, ich weiß. Aber wichtig war eine Surfer. Du bist so ein Haufen Kack.
sollte den Bushido nehmen. Ich bin unsterblich. Warum die denn? Ich habe es auf einem Album von Bushido geschafft. Ich zitiere hier. Ich ficke Editor nur diesen Riesen auf den Kacke. Du musst gleich mal nach der Zeit gucken. Was nicht stimmt. Oh, jetzt ist erst mein Bogen weg. Boah, Schnabel. Oh, es hat überlebt. Siehst du? Du musst die Zeit prüfen. Mein Freund. Oh. Da noch. Flatter, flatter. Das ist seine Ansage. Was gibt's hier noch? Oh, wo muss ich denn lang? Oben oder unten? Oben oder rechts? Oh, jetzt ist er neben mir. Jetzt sollte ich schmeißen. Ah, weggerannt. Was gibt's hier? Ah. Wo wollen wir? Ziel probieren. Nein! Oh Mann, ich bin in den Fall gekommen. Nein! Ich will das doch nicht. Wieso kann der die Treppe hochlaufen? Ja, die macht die Treppe hochzulaufen. So. Was ist mit dir los, du Minimalist? Man nennt ihn auch den Minimalist. Ich muss schnell machen. Noctu, bitte stell dich nicht so an. Sei kein Arsch. Alter, es macht einfach gar nichts an Schaden. Na gut, dass du Reflektor drauf hast. Sei kein Arsch. Weh, der heilt ihn jetzt, dann ist er nicht hier. Hier, da kannst du das aufkaufen, Fußball oder Art Dortmund. Doch, wir sind hier immer freitags dran. Danach sind die, also von 7 bis 4, bis zum 14. Spieltag haben wir immer 15:30. Oh! Böse, böse, böse. Ja, böse, 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 alles klar. Jo Leute, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein Like da und empfehlt uns weiter euren Freunden und Lieben. Yeah! Bis dahin, haut rein, Leute, und tschüss.